Was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich habe mir gestern Abend wieder mal einen ganz aktuellen Horrorfilm angeschaut und ich mag ja Horrorfilme, meine Frau liebt Horrorfilme, ich gucke viel mehr, als ich eigentlich ertragen könnte. Und mir ist echt schon mittlerweile wieder aufgefallen, wie unglaublich langweilig und öde diese aktuellen Horrorfilme sind. Und ich rede nicht von diesen asiatischen, subtilen Horrorfilmen oder diesen Trash-Movie-Kack, den man in der Videothek findet, sondern wirklich diese relativ ordentlich produzierten Horrorfilme, die auch im Kino landen, ja, die teilweise bei mir immer so eine gewisse Vorfreude wecken, wenn ich mir so einen Trailer anschaue, so, oh, ja, sieht ganz okay aus, den gucke ich mir auf jeden Fall im Kino an und am Ende ist es der gleiche Scheiß wie jedes Mal. Jedes Mal so ein Horrorfilm, der immer die gleichen Formeln bedient, so wirklich so ein Schema F, weißt du, alles wird abgehandelt und mich nerven an diesen Horrorfilmen heutzutage einfach fast alles. Ein Horrorfilm ohne Jumpscares kann ja anscheinend nicht mehr funktionieren. Also für alle, die nicht wissen, was ein Jumpscare ist, es ist quasi ein Schockmoment, also wirklich so ein BAM! Ja? Und wenn ich schon irgendeine Person vor einem Spiegel sehe und die Person sich irgendwie runterbückt, um ihre Haare zu waschen oder was auch immer, was die da unten macht und dann geht sie nach oben. Oh mein Gott, da steht ja einer hinter der. Kennt ihr diese komischen Spiegelschränke, wo die Personen den Spiegelschrank aufmachen, holen da irgendwie ihre Antidepressiva-Medikamente raus und machen die zu. Bam! Da ist wieder einer hinter denen. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Leute, macht euch doch mal mehr Gedanken bei diesen Kackspiegelszenen. Macht überhaupt keine Spiegelszenen rein, weil selbst wenn ihr denkt, dass ihr so klug seid oder smarter seid als der Zuschauer und ihr sagt, jetzt mache ich mal richtig Witz, ich mache mal gar nichts hin, weil die Leute ja was erwarten. Das ist doch mal cool. Nein, das habe ich jetzt selbst schon 100 Millionen Mal gesehen. Das ist nicht mehr cool. Lass die Spiegelszene einfach raus. Die bringt doch eh nichts. Das Allerschlimmste in jedem Horrorfilm gibt es immer diese ganz besondere Szene, wo man quasi dieses normale, friedliche, keine Ahnung, sagen wir mal, man sieht irgendwie ein Klo und da ist jetzt einfach mal nichts und auf einmal, da, hast du es gesehen? Ich glaube, da ist jemand vorbeigelaufen. Kann man sich nicht mal was anderes einfallen lassen? Was bringt das überhaupt? Das ist nicht mal mehr... Hat jemand von euch jetzt noch irgendwann mal so eine Erregung, wenn ihr sowas seht? So, wow, Alter, da ist einer vorbeigelaufen. Nein, in jedem Film sind die Scheißdinger drin. In jedem Film. Und weißt du, was das Allergeilste ist? Und das, finde ich, ist das Billigste an diesen Jumpscares. Ist, wenn die diesen Schockmoment damit eigentlich signalisieren, das sind für mich Geisterbahn-Effekte. Ich nenne sie mal Geisterbahn-Effekte. In der Geisterbahn, wenn du in der Geisterbahn sitzt, wirst du erschreckt und du weißt, dass du erschreckt wirst. Das ist ja bei einem Jumpscare ja meistens ähnlich. Du weißt, du wirst erschreckt. Aber da du es weißt, ist es nicht mehr so geil. Was machen die Filmemacher? Sie machen daraus quasi so einen Paukenschlag. Denn die... Das ist so laut. Das ist halt wirklich so ein... Bam! Und wenn du im Kinosessel sitzt, und dann kommt da einfach mal so voll laut, boom! Na klar schrecke ich mich, weil es fucking laut ist! Eine Gruppe von Jugendlichen machen einen Partyurlaub. Ich bin leider dazu verpflichtet, sie darüber zu informieren, dass in diesem Haus vorher ein Mord passiert ist, deswegen ist das Haus so günstig. Wir möchten gerne einen Dokumentarfilm drehen, und zwar in diesem Haus dort vorne, da drin soll es spuken. Kann man sich nicht mal was anderes einfallen lassen? Ich bin für jeden Vorschlag offen. Wenn ich sowas habe wie bei, weiß ich nicht, was fällt mir gerade nichts ein? Okay, bei Blair Witch oder so. Oder bei, weiß ich nicht, ey, selbst fucking Dead Silence oder so, was ein völlig bekloppter Film war. Selbst da habe ich irgendwie die Story noch ganz gut genossen. Aber immer diese üblichen Dinger, wenn ich schon am Anfang in einem Horrorfilm sehe, dass da irgendwie 5 Jugendliche sich treffen, ey, das, boah. Wenn ich jetzt an solche typischen Slasher-Movies denke aus den 80er, 90er Jahren, ich habe mich immer gefragt, warum müssen diese Mörder immer so langsam laufen? Alter, lauf doch mal schneller, der läuft dir doch davon! Wieso sind die überhaupt so überstark? Das geht doch gar nicht! Warum ist es eigentlich so, dass bei Exorzismusfilmen, wenn der Dämon in einem Menschen, zum Beispiel meistens in irgendeinem Mädel drin sitzt, anfängt irgendwie rumzubeleidigen? Du Fotze! Du Hurensohn! Ist das alles, was ihr von unserer Sprache gelernt habt? Apropos Jugendliche machen irgendeinen Partyurlaub, sind irgendwo auf einem einsamen Insel oder was auch immer was. Ja, wenn ich schon diese ganzen Jugendlichen mir angucke, ja, dann kriege ich schon das Kotzen. Da sind dann immer so diese üblichen Personen. Da ist ja dieser Außenseiter, also entweder ist das irgendwie so ein Nerd oder so ein Dicker oder ist so ein Kiffer oder irgend so ein Typ, der für so ein cooler Außenseiter, der aber sowieso als erstes stirbt. Dann ist da so diese verfickte Schlampe, die immer alles bumst und sowieso voll pervers rumredet. Das ist diejenige, die am
mir für mich persönlich am liebsten sterben soll. Dann gibt es so quasi diesen Sportler-Typen, diesen Weiberaufreißer-Typen, so, das ist dann natürlich so der Coole, der auch natürlich stirbt. Dann gibt es aber auch die Hauptperson. Das sind dann meistens diese weinerlichen Bitches. Sorry, dass ich es so sagen muss, aber es sind meistens diese komischen Figuren. Und dann gibt es diesen strahlenden, aber sehr unscheinbaren Helden. Das ist meistens der Typ, wo die Leute sagen, boah, nee, kennst du den? Gerüchten zufolge hat er seine ganze Familie umgebracht und so. Und am Ende des Films ist er der strahlende Held, weil er allen hilft und so. Und nochmal zurück zu diesen weinerlichen Bitches, das möchte ich nicht so stehen lassen. Das sind für mich nämlich die größten Verbrechen in Horrorfilmen. Natürlich möchte ich das nicht irgendwie pauschal nennen, das sind wieder vereinzelte Filme und es gibt auch starke Frauen und es gibt natürlich auch weinerliche Männer, aber es ist halt meistens so, dass mich das irgendwie auffällt, dass das Weiber sind. So, auf jeden Fall in diesen komischen Filmen gibt es so viele Dinge, die mich bei diesen weinerlichen Bitches aufregen. Ohne Ende. Fangen wir zum Beispiel mal an mit Folgendes. Dein gesamter Freundeskreis wurde gerade dahin gemetzelt und du findest irgendwie eine Blutspur, die führt in einen komischen dunklen Raum rein und du gehst da quasi rein und du weißt, oh mein Gott, hier könnte gleich der Mörder sein. Und was machst du? Hallo? Da bin ich da schon höher. Erstens. Wenn der Mörder dich jetzt gerade noch nicht entdeckt hat, jetzt spätestens nach diesem fucking Hallo, hat er dich, ja? Und zweitens, man begrüßt keinen Mörder, Mann, man begrüßt ihn nicht. Ich wollte mal wissen, wie ich das machen würde. Hey du Spasti, wo bist du? Was mich auch total aufregt, ist, wenn diese Weiber sich dann irgendwo verstecken, in dem Schrank oder unterm Bett und der Mörder ist in dem Raum drin, ja? Und es muss ganz leise sein und sitzen die dann da so? Ja, halt die Fresse, Mann, der hört dich gleich! Und dazu kommen auch noch manchmal Szenen, wo sie irgendwas ganz Schreckliches sieht, weil da irgendwie jemand ermordet wird oder sie muss mit dem ansehen, wie der Mörder irgendjemanden abschlachtet und sitzen die dann so da? Und das Allergeilste, und ich bin mir ziemlich sicher, wie ihr euch darüber aufregen, ich reg mich immer auf. Ich sag sofort, wenn diese Szene da ist, das ist ein Scheißfilm, weil das kann ich absolut nicht nachvollziehen, ja. Da passiert es hin und wieder mal, dass diese komische Olle, oder auch manchmal der Typ, aber meistens ist es die Olle, irgendwie befreien kann oder den Typen, weiß nicht, K.O. schlägt oder betäubt oder was auch immer was. Der Typ liegt auf dem Boden, da, in dem Moment, weißt du, da hast du die Möglichkeiten, was machen die? Die rennen weg, Mann! Die rennen weg! In diesem Moment musst du bam, 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 bam. Und manchmal ist das auch so, dass das Monster oder dieser Mörder oder so seine Waffe fallen lässt. Ein Messer, ein Katana, eine Kreissäge oder irgendwie eine Schrotflinte. Und das ist die Möglichkeit. Und wenn ich da wäre, dann würde ich den ganzen Zeit teabaggen, Alter. Ich würde den ganzen Zeit teabaggen, ey. Immer diese blöden Klischees. Wenn da irgendjemand seinen Schlüsselbund rausholt und dann fällt der Schlüssel runter. Horrorfilme sind mittlerweile echt nur noch Crap. Ich finde, dass das meiste immer nur noch abgebrüteter Scheiß ist und irgendwie immer die gleiche Suppe. Ich kann es nicht mehr essen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will auch irgendwie mal was Neues oder irgendwie... Ich warte immer fast 10 Jahre nach dem Horrorstreifen, der mich wieder mal wirklich richtig gruseln lässt und der mal anders ist. Aber es dauert mir einfach zu lange. Und das nervt mich tierisch. Ich mag ja sehr gerne Horrorfilme, aber irgendwie muss ich, glaube ich, jetzt umschweifen auf asiatische Horrorfilme oder so, aber das mag meine Frau nicht so gern, deswegen bin ich echt in der Zwickmühle. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt nochmal 50 andere Horrorfilme angucken, die sehen genau gleich aus. Oh.